So, herzlich willkommen zu einer neuen Yoga-Klasse. Wir werden heute einen Flow machen. Mein Name ist Jasmin und ich freue mich sehr auf die gemeinsame Einheit heute. Dafür starten wir heute ein bisschen anders als sonst. Wir starten jetzt im Stehen. Genau. Das heißt, du findest eine angenehme Position, ungefähr Füße, hüftbreit, vielleicht ein bisschen breiter. Du schaust, wie sich's für dich gut anfühlt. Und es ist eine super Übung, also ich liebe sie, einfach mal so den Tag zu starten oder wenn ich merke, okay, jetzt ist irgendwie was da, einfach mal so all das Alte abzuschütteln, loszulassen von dem, was du nicht mehr brauchst, um deinen Tag neu zu starten, ja? Und dafür kannst du dich mal hinstellen und beginnen, so dein ganzes Gewicht in die Füße fallen zu lassen, wenn du magst, deine Augen zu schließen und auch gerne deine Stimme mitzunehmen, mal über den Mund auszuatmen und mal merken, wie jede Zelle deines Körpers sich so ein bisschen mehr entspannt. Merk, wie deine Füße im Boden sich immer mehr erden, deine Knie, deine Unterschenkel werden locker. Genau. Und du lässt sozusagen dein ganzes Gewicht mehr in den Boden hineinfallen. Und du erdest dich dadurch ein bisschen mehr. Genau. Über den Mund gern ausatmen. Noch. Schüttelst dich so ein bisschen aus. Lässt all das gehen, was nicht mehr in deiner höchsten Schwingung ist, was nicht mehr für dich bestimmt ist, um entweder deinen Tag neu zu starten oder vielleicht in einen gemütlichen Abend, Nachmittag zu wandern. Genau. Dann lass du deine Schultern, deine Arme auch noch ein bisschen locker und los. Gerne über den Mund ausatmen. Findest einfach so ein bisschen mehr die Sanftheit oder auch ein bisschen mehr einfach Entspannung in deinem Körper. Genau. Und zum Schluss auch noch den Kopf ausschütteln. Schultern. Schau, dass dein Kiefer auch locker ist. Genau. Super. Und dann findest du einen Moment. Und spürst nach, stellst dich hin, gern deine Arme zur Seite ausgestreckt. Schau, dass deine Knie ganz leicht abgewinkelt sind, dass du dich hier nicht überstreckst. Dann spür nach, was du gerade wahrnimmst. Super. Erlaub dir heute in deiner Praxis wieder dein Beobachter, deine Beobachterin zu sein, dich nicht mit deinen Gefühlen, deinen Emotionen, deinen Gedanken oder deinem Körper zu identifizieren, sondern das Bewusstsein dahinter zu sein. Und dann kommst du von hier in eine sitzende Position, entweder im Fersensitz oder du setzt dich in den Yogisitz, auch Sukhasana genannt, findest eine angenehme Position. Rollst deine Schultern weit nach oben, weit nach hinten, schaust, dass dein Kopf, deine Schultern, dein Becken in einer Linie sind. Und atmest nochmal ein über die Nase und über den Mund aus. Lass dein ganzes Gewicht ins Becken fallen. Nochmal ein über die Nase und über den Mund aus. Ein über die Nase, über den Mund aus. Beginnst deine Atmung zu vertiefen.
Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt gerade mehr bei dir ankommen möchtest, kannst du die Hände, Handflächen nach unten drehen. Möchtest du jetzt dich mehr für den Moment öffnen, für all das, was zu dir fließen möchte, dann drehst du die Handflächen nach oben. Findest eine ganz, eine sanfte Ujjayi-Atmung, die Meeresatmung. Über die Stimmritzenverengung lässt du so ein leichtes Meeresrauschen durch dich durchfließen. Atmest in den Unterbauch hinein, bis in die Brust hinauf und dann atmest du sanft wieder aus. So, dass dein Kinn leicht herangezogen ist. Nimm wahr, wie jeder Atemzug durch dich durchfließt. Am Ende der Ausatmung hältst du den Beckenboden Mula Bandha, ziehst den Unterbauch nach innen, Uddiyana Bandha, hältst einen Moment die Luft an und dann atmen wir ein mit dem Beckenbodenzug. Atmest du wieder bis hinauf, jetzt hebst du dein Kinn leicht an, um auch Jalandhara Bandha eben zu lösen und dann ausatmen, das ist der Kinnverschluss oder Halsverschluss eigentlich, und ausatmend wandert das Kinn langsam herunter, ziehst dann das Kinn leicht heran, es ist mehr, als würdest du ein Doppelkinn machen wollen. Und wenn du dann ganz ausgeatmet hast, wieder den Beckenboden und den Unterbauch aktivieren. Wir halten hier einen Moment, spür dich in der Atemleere, in der Freiheit. Und dann atmest du wieder ein. Vom Unterbauch hinauf lässt deinen Halsverschluss los und hebst dein Kinn sanft. Dann wieder ausatmen. Kinn senkt sich leicht ab. Unterbauch, Beckenboden aktiv und das Kinn. Den Kinnverschluss, warum sage ich Kinn, Halsverschluss, setzt du wieder ein. Und so machst du noch ein paar Runden für dich. Und erlaubst in deinem Atemrhythmus zu wandern. Und dich am Ende der Ausatmung mit der Freiheit in dir zu verbinden. Gerne auch die Leichtigkeit heute einladen. Und wenn du dann ein paar Runden noch gemacht hast, so 2, 3 Runden, nimmst du deine Hände vor deiner Brust zusammen. Im Anjali Mudra drückst den Daumen gegen das Brustbein, um eine Verbindung mit deinem Herzen wahrzunehmen. Roll die Schultern nach oben, weit nach hinten. Und dann bring deine Aufmerksamkeit mal auf deinen Hals. Kehlchakra, ihr wisst, haben wir diese 7 Hauptenergiezentren in uns. Und das Halschakra, oder auch Vishuddha Chakra genannt, ist so der Bereich unserer inneren Wahrheit. Und dann schau mal in dich hinein, frag dich, ob du deiner inneren Wahrheit noch ein bisschen mehr Raum schenken kannst. Lebst du vollkommen das, was in dir ausgedrückt werden möchte, mit deiner Individualität verbunden? Und somit verbinden wir uns auch mit unserer individuellen Freiheit. Spür mal hin, was bedeutet Freiheit oder Freisein für dich?
Vielleicht ist es auf einem Berg stehen. Du findest es für dich. Genau. Spürst dich hin. Spürst dich in diese erhöhte Emotion hinein. Und in deinem gemeinsamen Ham, Ham ist der Ton des Halschakras, verbinden wir uns, mit dem Yogafeld, mit der höheren Kraft. Atme ein über die Nase, über den Mund aus, über die Nase ein. Ha. Leg deine Hände ab und beginn mit deiner Atmung, tiefe Bauchatmung, deinen Kopf zu kreisen. Mit der Ausatmung wanderst du nach vor und mit der Einatmung wanderst du nach hinten. Und du richtest deine Aufmerksamkeit vollkommen auf deinen Halsbereich, so dich mit der Wahrheit in dir heute zu verbinden und mit der Freiheit in dir. Erlaub dir heute, deinen Bewegungen einfach deine eigene Freiheit ausdrücken zu lassen. So, ich gebe dir eine Bewegung vor und du kannst dann individuell für dich deine Bewegung weiter gestalten. Dann wanderst du zur anderen Seite. Wenn du magst, kannst du hier auch langsam deinen Oberkörper auch mitnehmen. Mit der Ausatmung dein Brustbein nach hinten schieben, mit der Einatmung den Brustraum nach vorne. Und dann wieder ausatmen, rund machen. Einatmen. Schau, wie dein Kopf sich mitbewegt. Und jede Bewegung ist verbunden. Und erlaub dir, die Bewegungen zu genießen. Das ist deine Yoga-Praxis. Du machst es für dich. Wechsel die Richtung, wenn du bereit bist. Dann von hier wanderst du in deine Vierfußposition, nimmst deine Knie unter deine Hüfte, deine Hände unter deine Schultern und beginnst auch hier, je nachdem, wie es sich gerade gut anfühlt, entweder das Becken zu kreisen, die Kreise bis zum Kopf zu schicken. Vielleicht fühlt sich gerade Katze und Kuh besser an. Das heißt, erlaub dir hinzuspüren, was brauchst du jetzt, was tut sich gut an. Deine Körperintelligenz weiß genau, was du brauchst. Der Körper lügt nicht. Die Bewegung ist immer mit der Atmung verbunden. Das heißt, der Atem beginnt und dann beginnt erst die Bewegung. Wenn du mit mir mitmachen magst, kannst du gerne mit der nächsten Einatmung dein Becken nach vorne fallen lassen und mal hinspüren, wie fühlt sich der Hüftbereich an, so mit der Ausatmung über deine Schulter schauen,
Und dann dich wieder nach hinten schieben. Und hier mal wahrnehmen. Wenn du dich nach hinten schiebst, gern die Kniematten weit nehmen. Wie fühlt sich hier die Hüfte an? Und dann einatmen, komm wieder vor. Und ausatmen, leg deinen Oberkörper ab. Nimm deine Hände mattenweit, nicht mattenweit, ein bisschen weiter als mattenweit, ungefähr Schulterhöhe. Und wir lassen unsere Kobra jetzt ein bisschen mal den Rücken auflocken, so ein bisschen ausbrechen. Das heißt, ganz gerne hier den Kopf mit der Einatmung heben, Fußrücken sanft in den Boden drücken. Dein Gesäß ist locker und du erlaubst dir hier vollkommen die Bewegung jetzt zuzulassen, die sich wieder gut anfühlt. Lass dich von deiner Intuition bewegen. Gib dir deinen eigenen Ausdruck. Dann nimmst du die Hände neben der Brust, stellst du sie auf, stellst die Füße auf, ziehst die Bauchdecke nach innen, hebst dich hoch, ziehst dich weit nach hinten, drückst die Hände an der Matte auf und hebst dein Becken nach oben für deinen abschauenden Hund. Verkehrtes V. Im verkehrten V sind die Finger leicht gespreizt, das Becken weit nach oben, lass den Kopf mal auch so ein bisschen locker werden, mal ein Nein, ein Ja oder Kreise, um hier den Halsbereich vollkommen auszulockern. Beckenboden immer gerne in deiner Praxis aktivieren. Und auch Mula Bandha, also Mula Bandha ist der Beckenboden, Uddiyana Bandha, den Unterbauch auch gerne mitnehmen. Beweg deine Beine. Dann beginnen wir hier mit der Einatmung nach vor, in eine Brettposition zu kommen und ausatmen, die Knie fast zu Boden und schieb dich dann nach hinten in die Welle. Ein, komm vor, kräftige deinen ganzen Körper. Ausatmen, schieb dich wieder nach hinten. Einatmen, komm vor. Ausatmen, Knie fast zu Boden und wieder nach hinten. Noch ein paar Runden für dich. Wenn du weitergehen magst, kannst du vorkommen und dann hier auch gerne den Brustraum mal ausstrecken in einen aufschauenden Hund mit Füßen aufgestellt und dann dich wieder nach hinten schieben. Na schau, dass es für den Rücken sich gut anfühlt. Super. Noch zweimal deine Variante. Ihr könnt auch gerne die Knie ablegen, wenn das zu viel ist. Und dann im abschauenden Hund wanderst du mit deinen Füßen langsam zu den Händen nach vor. Machst einatmen in den langen Rücken und ausatmen, komm in die Vorbeuge. Über den Fußdruck hebst du dich hoch, ziehst die Arme weit über Kopf und nimmst die Hände vor der Brust zusammen. Setz dir eine Intention für deine Klasse. Was möchtest du heute in deine Yoga-Praxis einladen? Vielleicht ist es auch noch in Verbundenheit mit der Freiheit, die Leichtigkeit. Oder du möchtest im Moment sein, annehmen von dem, was ist. Dann kreuzen wir unseren rechten Daumen über den linken, wie so einen Adler, den wir hier formen, um noch ein bisschen mehr die Freiheit einzuladen. Und mit der Einatmung kommen wir in die Knie, ziehen die Arme über Kopf, ziehen die Hände weit nach hinten, kommen in Utkatasana, unsere Hocke. Öffne den Brustraum, zieh die Schulterblätter zusammen, zieh die Bauchdecke nach innen. Mit der nächsten Ausatmung wanderst du hier wieder nach unten in die Welle.
Einatmen, zieh dich weit nach hinten. Ausatmen, wander wieder tief. Tauch ein in die Freiheit, zieh dich weit nach hinten. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Setz die Hände neben den Füßen ab, entspann die Schultern, Kopf in Richtung Knie. Einatmen, bring Länge in die Wirbelsäule. Steig ausatmen mit dem rechten Bein nach hinten und bring das Knie zu Boden. Einatmen, zieh die Arme über Kopf, gerne den Fuß hinten in den Boden drücken. Und ausatmen, schwing den rechten Daumen über den linken, wander mit dem linken Fuß ein bisschen weiter nach links und tauch hier ein. Auch wieder in die Bewegung deiner Wirbelsäule hier wirklich rund werden zu lassen, dich hier weit zu öffnen. Und ausatmend stellst du die Hände ab, heben das rechte Knie, machen Kreise hier mit dem Hüftbereich. Genau. Schau, dass deine Ellbogen leicht abgewinkelt sind. Dann drückst du dich hier weit hoch, also die Hände drückst du in den Boden hinein, ziehst das linke Bein, wenn es geht, lautlos raus und stellst dich dann nach hinten ab in den abschauenden Hund. Rollst dich einatmend weit nach vor, bringst Knie, Brust und Kinn zu Boden und rollst dich dann von hier in die Bauchlage. Gerne wieder deine Cobra-Variante. Wenn du lieber den aufschauenden Hund machen magst, mach das. Du findest hier deine Praxis. Und diese Bewegung hilft uns, so ein bisschen auch wieder Schulter-, Nackenbereich ein bisschen mehr zu befreien, auszulocken. Nimm die Hände neben die Brust, stell die Füße auf, heb dich hier wieder hoch, komm dann in den abschauenden Hund. Einatmend, zieh das rechte Bein zur Decke. Ausatmend, zieh das Knie zur Brust heran, stell den Fuß vorne ab. Wander mit dem Fuß ein Stückchen weiter nach rechts. Dann kommst du von hier mit deinen Händen. Wir nehmen jetzt den linken Daumen über den rechten, also den anderen. Ziehen wir uns hier wieder in die Weite. Ziehen die Arme weit nach hinten. Schauen, dass wir eine leichte Öffnung auch in der Vorderseite des Oberschenkels wahrnehmen. Mit der nächsten Ausatmung tauchst du tief ein. Ziehst die Arme wieder weit nach hinten, einatmend und ausatmend. Tauch tief ein. Ausatmend. Tief in deine Bewegung. Zieh die Arme weit nach hinten, öffne den Brustraum. Und ausatmen, setz die Hände ab. Heb das linke Knie und mach Kreise mit dem Hüftbereich. Stützt dich über die Hände gut ab, drück dich weg. Yay, super. Und von hier nimmst du das linke Bein nach vor, steigst mit dem Fuß vor, bringst die Füße zusammen, ziehst einatmend Länge in die Wirbelsäule, ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, mit einem langen Rücken hebst du dich hoch, ziehst die Arme über Kopf, ausatmen, schwing den linken Daumen über den rechten, wir tauchen hier wieder ein, Hocke, zieh die Arme über Kopf. Zieh dich weit nach hinten, mach eine leichte Rückbeuge, ausatmen, wieder eintauchen, öffne dich hier für diesen Moment, ausatmen, zieh dich weit nach hinten und mit der nächsten Ausatmung setzen wir die Hände wieder ab, steigen dann mit unserem linken Bein langsam nach hinten, bringe das Knie zu Boden. Und einatmen, ziehen wir die Arme hier weit nach oben. Rechter Fuß wandert nach außen. Linker Daumen über den rechten. Mit der nächsten Ausatmung tauchst du hier ein. Deine Körpermitte hilft dir hier wieder mehr Stabilität zu finden
Jawohl, super. Bleib hier. Zieh das Brustbein weit zur Decke. Und ausatmend wandern wir mit unseren Händen zur Matte. Heben jetzt das linke Bein. Und dann von hier ziehen wir das rechte Bein raus. Steigen nach hinten. Stellen den Fuß hinten ab. Und rollen uns dann nach vor in eine Brettposition. Entweder Chaturanga oder Knie, Brust und Kinn. Roll dich in die Bauchlage, nimm die Hände wieder so für deine Cobra und zieh dich hier wieder in deine sanfte Öffnung der Vorderseite, also deine leichte Rückbeuge eigentlich, Öffnung deines Rückens, Vorderseite deines Halses, wenn du hier dich... Herzraum wird auch geöffnet. Nimm die Hände neben die Brust, Füße stellst du wieder auf, Ellbogen nach dem Körper, heb dich hoch, schieb dich weit nach hinten und dann kommst du in den abschauenden Hund. Hol die Schultern auseinander. Mit der nächsten Einatmung ziehst du das linke Bein hoch. Ausatmen, zieh das Knie zur Brust heran, stell den Fuß vorne ab. Hinteres Knie kommt zu Boden. Einatmen, zieh die Arme über Kopf, linker Fuß zieht nach außen. Jetzt zieht unser rechter Daumen über den linken. Ausatmen, tauch hier wieder ein, ganz tief. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, tauch ein. Ein, komm wieder hoch. Zieh dich weit nach hinten. Ausatmen, tauch tief ein. Ein, wieder nach hinten. Bleib hier. Ausatmen. Setz die Hände ab. Heb das hintere Bein, steig nach vorne. Einatmen. Bring Länge in die Wirbelsäule. Ausklapp zusammen. Einatmen. Zieh die Arme weit nach oben. Kommen hoch. Ausatmen. Nimm die Hände vor der Brust zusammen. Nimm einen Moment hier, spür nach. Was nimmst du wahr? Was ist gerade präsent? Einatmend, rechter Daumen über den linken, tauch wieder ein. Zieh dich leicht nach hinten, ausatmend wieder. Tauch ein, setz dich tief, zieh dich weit nach hinten, ausatmen, tauch ein, yay! In was möchtest du heute eintauchen? Die Freiheit, Leichtigkeit und ausatmen. Nimm die Hände zu Boden, zieh einatmen, Länge in die Wirbelsäule. Ausatmen, Uttanasana, Vorbeuge. Einatmen, bring Länge in die Wirbelsäule. Wir steigen jetzt mit dem rechten Bein nach hinten, stellen den Fuß ab, ziehen einatmend wieder Länge in die Wirbelsäule, stellen jetzt den hinteren Fuß auf und mit der Ausatmung aktivieren wir den Beckenboden und heben uns hoch. Jawohl, super. Wandern mit dem linken Fuß ein bisschen weiter nach außen, rechter Daumen über den linken, Balance, wahrnehmen, wenn du umfällst, komm wieder zurück, ausatmend. Tauch auch hier tief ein. Yay! Spür, wie du deiner Wirbelsäule hier auch so ein bisschen wieder mehr Raum schenkst. Erlaub dir, vom Kopf zu beginnen und dann langsam hinunter zu wandern. Schritt für Schritt. Wenn du oben angekommen bist, hältst du die Hände weit nach hinten, setzen den hinteren Fuß auf, öffnen die Arme. Für unsere Kriegerin, unseren Krieger 2. Und dann erlaubt dir hier jetzt mal so ganz individuell in deine Armbewegung zu gehen. Gerne deine Augen schließen und zu deinem Tanz in dir nochmal
zuzulassen, wenn du magst, den linken Fuß auch auf die Ferse abheben und dann wieder nach vorne. Kannst du dich hier in dieser Bewegung gerade so ein bisschen aus Konzepten befreien? Wunderbar. Und dann wandern wir von hier, drehen wir die Füße ein Stückchen weiter, wandern dann mit dem rechten Fuß auch weiter, ziehen ein, atmen den linken Arm nach oben, hintere Fußräder ein bisschen mit, ausatmen, setzt die linke Hand ab für ein gedrehtes Trikonasana, rechter Arm zieht nach oben. Schau gern zur Hand, zieh die rechte Hüfte nach hinten. Schau, ob dein Atem noch fließt. Hoffentlich. Und dann kommst du einatmend wieder hoch. Wir drehen uns von hier nach vorne, bringen beide Hände zu Boden, ziehen das linke Bein raus. Entweder ein Vinyasa mit Knie, Brust, Kinn. Wenn du magst, kannst du auch ins Chaturanga kommen. So dann Vinyasa machen. Oder du ziehst das Bein nach oben und machst ein einbeiniges Vinyasa. Immer deine Wahl. Du kannst auch hier in den aufschauenden Hund kommen oder wieder deine Kobra. Setz die Hände neben die Brust und wir treffen uns wieder im abschauenden Hund. Einatmend, zieh das rechte Bein zur Decke. Ausatmend, zieh das Knie zur Brust heran und stell den Fuß vorne ab. Bring das hintere Knie zu Boden. Einatmend, zieh die Arme hoch. Hinteren Fuß stellen wir aus. Ausatmend, heb dich hoch. Yay, super. Wander mit dem Fuß ein bisschen weiter nach außen. Dann findest du den linken Daumen über den rechten. Öffnest dich, um wieder in die Freiheit einzutauchen. Ausatmend, komm hier tief. Zieh dich weit nach oben gern. Eine leichte Rückbeuge. Lass deine Ohren neben deinen Oberarmen und wander wieder weiter. Jawohl, super. Nach dem dritten Mal ziehst du dich hier wieder in die Länge, machst dich weit von deinem Brustraum, ziehst die Bauchdecke nach innen. Ausatmen, öffne deine Arme für deine Kriegerin. Schau, dass das Knie mal im Krieger oder in der Kriegerin über deinem Sprunggelenk bleibt, aber dann wandern wir hier auch wieder in unsere Bewegungen. Lass deine Arme, deine Schultern, wenn du magst, auch deinen Kopf. Schau, dass du die Balance beibehältst, wenn du umfällst. Komm wieder zurück. Ihr wisst ja, jeden Tag ist die Balance anders. Und wir versuchen, jeden Moment so anzunehmen, wie er kommt. Manchmal einfacher, manchmal nicht. Aber du kannst es probieren. Und das Schönste ist, wenn wir über uns selbst lachen können. Über unserem Ego stehen können. Genau, genieß die Bewegung. Super, komm wieder zurück in deine Kriegerin. Und dann wanderst du von hier, drehst du den rechten Fuß und wir drehen den linken auch, schauen zur anderen Seite, so dass der hintere Fuß ein bisschen mitdreht. Mit der nächsten Einatmung ziehst du den rechten Arm hoch und ausatmend. Rechte Hand neben dem linken Fuß aufgestellt, drück die linke Hüfte nach hinten. Wenn es angenehm ist, zieh den linken Arm nach oben. Schau zur Decke. Einatmen, komm zurück. Dann ziehen wir von hier unsere Füße
In die Parallele nehmen die Hände hinter dem Rücken zusammen, öffnen das Brustbein, drückt die Handinnenfläche aufeinander. Atme ein, mach dich lang und atme aus, komm in die Vorbeuge. Spür die Innenseite deiner Füße, die zusammendrückt und der Schulterbereich, der sich hier öffnet. Und erlaub dir, mit jeder Ausatmung so ein Stückchen tiefer einzutauchen. In der Hingabe. Einatmen, komm hoch, zieh die Faust zusammen, zieh das Brustbein vor und genieße hier auch 3 Atemzüge. Wenn du magst, den Blick leicht abheben. Und dann löst du die Hände. Wir drehen uns nach vor und steigen dann von hier mit unserem linken Fuß zum rechten dazu, ziehen die Arme weit nach oben und schwingen jetzt unseren linken Daumen über den rechten, ausatmend, komme in die Hocke, ziehe die Arme wieder weit nach hinten, öffne den Brustraum, ausatmend in die Hocke, einatmend, zieh dich weit nach hinten, ausatmend, komm in die Hocke, ein, öffne dich und ausatmend, wandern dann wieder in eine Vorbeuge. Einbringen Länge in die Wirbelsäule und wir steigen jetzt mit dem linken Bein nach hinten. Bringen das Knie zu Boden. Einatmen, zieh die Arme hoch, lass den Fuß gleich aufgestellt. Ausatmen, heb dich hoch. Wir wandern jetzt hier ein bisschen eine andere Bewegung. Und zwar nehmen wir jetzt unseren rechten Arm nach vorne und schwingen den linken unten drunter, um den Schulterbereich auch noch ein bisschen zu öffnen. Unser Eagle Arms. Gerne den Daumen an dein drittes Auge nehmen und dann von hier ziehen wir einatmen uns weit in die Länge und ausatmen, komm in eine Vorbeuge. So, dass die Schultern locker bleiben, ein, komm wieder hoch. Gerne mit dem rechten Fuß ein bisschen weiter nach außen wandern, wenn du mehr Balance brauchst. Und ausatmen, mach dich rund. Einatmen, komm hoch und mit der nächsten Ausatmen kommst du nach vor, bringst das Gewicht aufs rechte Bein, ziehst das linke Bein nach hinten, entweder bleibst du hier oder du kommst hoch und schwingst dann dein linkes Bein über das rechte. Und du entscheidest dich, möchtest du tief gehen, magst du hier bleiben, möchtest du heute gerade stehen, du findest deine Position. Super, einatmen, öffne deine Arme, bereit, um abzuheben, zu fliegen. Und ausatmen, stellen wir das Bein nach hinten, kommen hier in unsere Kriegerin, setzen dann ausatmen die Hände ab und steigen mit dem rechten Bein nach hinten, entweder Vinyasa mit einem Bein oder Knie, Brust, Kinn, Chaturanga, du findest deine Variante. Öffne den Brustraum und komm dann in den abschauenden Hund. Einatmend ziehen jetzt hier unser linkes Bein zur Decke. Ausatmend zieh das Knie zur Brust heran, stell den Fuß vorne ab. Hinteres Knie kommt zu Boden. Einatmend, heb dich hoch. Dann wandern wir mit unserem linken Daumen, wir stellen den hinteren Fuß auf, heben uns hoch, entspannen die Schultern. Genau, ziehen jetzt den linken Arm nach vorne, den rechten schwingen wir unten drunter. Das sollte jetzt die andere Seite sein. Gerne hier wieder mit dem Fuß ein bisschen nach außen wandern. Und mit der Einatmung heben wir uns hier leicht hoch. Schau, dass die Schultern entspannt bleiben. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, wieder hoch.
Und ausatmen, wander vor, bring das Gewicht aufs linke Bein, heb das rechte, streck dich, sodass dein Becken auf einer Linie bleibt. Entweder bleibst du hier für ein paar Atemzüge oder du wanderst jetzt von hier mit dem rechten Bein nach vorne und schwingst das Bein übers andere. Du entscheidest, möchtest du hier aufgerichtet bleiben oder du setzt dich hier tief. Und dann langsam kommst du auch hier, öffnest deine Arme in die Freiheit. Yay! Super! Steigen hier nach hinten in unsere Kriegerin, in unseren Krieger. Und kommen dann von hier mit den Händen zu Boden, ziehen das Bein nach hinten. Und wandern dann durch ein Vinyasa. Gerne Knie, Brust, Kinn. Du entscheidest, welches Vinyasa sich für dich gut anfühlt. Hier in die Kobra wandern. Und betreffen uns dann alle in der Bauchlage. Nimm deine Hände mal als Kopfpolster. Wunderbar. Fangen dann an, hier mal die Hände so ein bisschen zu öffnen, unsere Kobra nochmal Raum zu schenken, zu weiten. Und erlaub dir jetzt mit jedem Atemzug so ein Stückchen weiter nach oben zu wandern. Mal merken, wie du mit jeder Atmung dich so ein bisschen mehr öffnen kannst und vielleicht nicht am Anfang gleich auf den höchsten Punkt wandern, sondern dich leicht dann steigern. Wunderbar. Super. Dann von hier nimmst du deine Hände, nehmen die Brust, stellen die Füße auf, wir heben uns hoch, ziehen uns weit nach hinten, kommen dann in den abschauenden Hund und steigen mit unseren Füßen zu den Händen nach vorne. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen. Richte dich auf, ausatmend, finde einen Stand. Wir machen jetzt noch eine Atemübung, bevor wir dann in den ruhigeren Teil kommen. Das ist eine Atemübung, die uns sehr aktiviert, the breath of joy, oder die Atmung der Freude. Dafür stellst du dich wieder hüftbreit hin. Die Atemübung kannst du auch einfach zwischendurch immer wieder machen, wenn du mal das Gefühl hast, du brauchst mehr Energie. Oder einfach mehr Freude einladen möchtest. Und das geht jetzt ein paar Mal hintereinander. Mach einfach mit mir mit. Wir ziehen einatmend die Arme nach vor. Ein zur Seite. Ein nach oben. Dreimal einatmen, ohne zwischendurch auszuatmen. Und ausatmen, winkelst du die Knie ab, lass den Oberkörper fallen und machst ein H. Dann kommst du wieder hoch. Ein. Also ein. 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 Ein, ein, ein. Mach gleich mit. Ein, ein, ein. Schau nur, falls dir schwindelig wird, dann setz bitte aus. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Winkel die Knie ab, wenn du nach unten kommst. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein. Ein, ein, ein.
Ein, ein, ein. Über die Nase ein, über den Mund aus. Ein, ein, ein. Erlaub dir, dass die Freude immer mehr in dir aufsteigen darf. Jawohl, noch dreimal. Ein, ein, ein. Einmal noch. Ein. Stell dich auf, nimm die Arme nach oben. Spür nach. Öffne deine Arme wie so ein Trichter und öffne dich für die Freude in dir. Super, dann nimmst du deine Hände ganz langsam nach unten, lässt die Energie, die wir jetzt aufgebaut haben, so durch deinen ganzen Körper fließen. Und wir wandern dann von hier, kommen wir ins Sitzen. Super. Wir machen jetzt eine Vorbeuge. Dafür schaust du, dass du auf den Sitzbeinhöckern sitzt, mal gerade den Oberkörper machst. Einatmen macht dich lang und mit der Ausatmung umarmst du deine Beine. Drück mit der Außenkante deiner Füße oder eigentlich, wenn du magst, kannst du auch die großen Zehen nehmen. Und wichtig ist, dass der Großzehenballen jetzt in die Hände drückt. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du in die Vorbeuge. Entspann die Schultern. Schau, dass deine Beine dich hier unterstützen. Und dein Unterbauch auch wieder mithilft, um den unteren Rücken zu entspannen. Falls du nicht zu den Füßen kommst, greif die Unterschenkel, wo auch immer du hinkommst. Versuch nur wirklich von deinem Kopf nach vor, also eigentlich von deiner Brust nach vor zu wandern. Noch zwei Atemzüge. Den Kopf kannst du auch gerne hängen lassen. Und dann von hier wandern wir in die dynamische Bewegung. Gerne deine Hände aufsetzen, auf den Fingerspitzen. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, gerne von deinem Brustbein dich nach vorne wandern lassen, schieben lassen, wieder hoch. Und auch hier schenk dir so ein bisschen den Raum. Wie magst du dich bewegen? Vielleicht ist die Seite mal gut. Dann, dass du im unteren Rücken gerade bleibst und die Bauchspannung beibehältst. Wunderbar. Dann nehmen wir die Hände hinter uns. Entweder Füße aufgestellt und mit der Einatmung hebst du das Becken hoch, wenn es der Nacken erlaubt, auch den Kopf nach hinten. Falls das zu viel ist, falls du mehr möchtest, hebst du dein Becken, stellst die Füße auf und kommst hier in die komplette Vorderseitenöffnung. Ausatmen, senk dich ab und wir nehmen unsere Hände jetzt ein bisschen neben unser Becken, ziehen uns einatmen hoch, gerne in die abgewinkelte Position und ausatmen, schieben uns hier hoch, drücken unser Becken weit nach hinten, wieder einatmen hoch. Aktiviere die Körpermitte, ausatmen, schieb dich nach hinten, yes, und die Hände, die dich hier tragen. Wer kann auch gerne die Füße abheben. Zieh dich wieder weit nach hinten, yes. Super, ein letztes Mal. Stell ab. Wir nehmen jetzt hier noch unsere linke Ferse an das rechte Gesäß. Und unser linkes Bein stellen wir hier auf. Genau. Zieh mit der Einatmung die Arme hoch.
Und mit der Ausatmung dreh dich auf die rechte Seite, nimm die rechte Hand hinter dir. Zieh dich mit der Einatmung in die Länge. Und mit der Ausatmung dreh dich über die rechte Schulter. Ein, wieder in die Länge. Und ausatmen über die rechte Schulter. Find mit jeder Ausatmung so ein bisschen mehr die Sanftheit, die du einlädst, die Freiheit, die Leichtigkeit. Einatmend kommst du zur Mitte zurück. Ausatmend drehen uns nach links. Und einatmend kommst du zur Mitte zurück. Und wir kommen hier auch noch in eine Vorbeuge. Falls es für deine Knie nicht möglich ist, dann streck das Bein aus und komm so in die Vorbeuge. Dann ist der Fuß aktiv oder das Bein aktiv. Find deine Position, deine Vorbeuge. Merk, wie dein äußerer Hüftbereich hier geöffnet wird. Einatmen, komm hoch. Und dann wandern wir von hier nochmal mit unserem Gewicht nach links. Also wir drehen uns einmal im Kreise. Falls das bei dir möglich ist, kommst du dann auf der anderen Seite raus. Yay! Wieder, wenn das für deine Knie nicht angenehm ist, streck das Bein aus, sonst sind sie abgewinkelt. Und die Fersen sind neben deinem Gesäß. Super, einatmend streck dich, ausatmend dreh dich jetzt nach links. Die linke Hand ist hinter dir und mit der Ausatmung findest du ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Sanftheit. Und die Drehbewegungen helfen uns wieder ein bisschen mehr Klarheit in uns zu finden. Kommst du einatmend zur Mitte und ausatmend dreh dich nach rechts. Ein ausgleichender Twist. Schau über die rechte Schulter. Einatmend, komm zur Mitte. Und dann von hier auch wieder. Komm in die Vorbeuge, streck gern das untere Bein aus, wenn das für dein Knie nicht angenehm ist. Merk, wie dein linker Hüftbereich, äußere Hüfte, hier noch mehr geöffnet wird. Einatmen, komm hoch. Und dann von hier lösen wir unsere Beine. Wir stellen die Füße auf, ziehen die Hände nach vorne, ziehen die Bauchdecke nach innen und rollen uns ganz langsam runter. Roll die Schultern nach hinten. Bleib, stopp, zieh das rechte Bein hoch, finde dein inneres Lächeln. Ausatmen, senk den Fuß ab. Einatmen, heb das andere Bein. Ausatmen, stell den Fuß ab. Langsam, ein Stückchen tiefer. Und nochmal. Yay! Yeah. Zieh das Brustbein nach vorne und dann langsam roll dich ab. Super. Nimm die Knie zur Brust heran. Schenk dir eine liebevolle Umarmung. Bedank dich bei dir selbst, dass du dir gerade Zeit mit dir schenkst. Dein Inneres wieder neu ausrichtest. Stellen wir die Füße auf und wandern jetzt noch in eine Bewegung unserer Schulterbrücke. Falls du heute mehr das Bedürfnis hast, in einer statischen Schulterbrücke zu sein, dann mach das. Sonst machst du mit mir mit. Wir wandern mit der Ausatmung, spannst du den Beckenboden an
Einatmend rollst du ganz langsam das Becken hoch, Wirbel für Wirbel ziehst die Arme über Kopf, drückst die Füße in den Boden. Und ausatmend erlaubt dir wieder jeden einzelnen Wirbel zu spüren und ganz langsam dich hier zu bewegen. Am Ende der Ausatmung drückst du das Steißbein in den Boden, machst so ein leichtes Hohlkreuz und dann aktivierst du wieder den Beckenboden. Und langsam Wirbel für Wirbel rollst du zuerst den unteren Rücken in die Matte und hebst dann langsam wieder das Becken hoch. Nimmst die Arme über Kopf, merkst, wie entspannend diese Position ist. Bewegst dich wieder in deiner Meditation, weil der Atem dich antreibt. Atem ist Leben. Dann mit der nächsten Ausatmung rollst du dich langsam wieder ab. Spürst einen Moment die Wirkung dieser Bewegung, dieses Asanas. Was ist gerade präsent? Was nimmst du wahr? Dann wandern wir von hier mit unserem Kopf von links nach rechts, lockern den Nackenbereich noch ein bisschen aus. Gerne mit den Beinen in die andere Seite wandern. Einatmen zur Mitte zurück und ausatmen zur anderen Seite. Zur Mitte zurück und zur anderen. Auch das kann eine sehr entspannende Bewegung sein, wenn du dich darauf einlässt und hier mit der Atmung wanderst, mit der Ausatmung wanderst du zur einen Seite, merkst, wie die Wirbelsäule wieder sich ein bisschen neu ausrichtet, den Nacken sich ein bisschen entspannt und dann zur anderen Seite. Entweder machst du diese Bewegung jetzt weiter, falls du heute eine Umkehrhaltung brauchst oder noch eine machen möchtest, kannst du jetzt gerne das machen, die Beine zur Decke ausstrecken oder in deine Kerze kommen. Oder auch gerne in deinen Kopfstand, wenn das in deiner Praxis ist. Du findest deine Position, falls du heute, weil es sich besser anfühlt, die Fußflächen heute zusammenzunehmen, dann mach das. Geh dem nach, was sich für dich heute individuell gut anfühlt. Und nimm dir hier 5 Atemzüge mindestens. Langsam kommst du aus der Position raus. Schenken uns über die Knie, die wir umarmen,
einfach Wertschätzung, liebevoll dir selbst begegnen, in tiefster Dankbarkeit für dein Sein, für deine Individualität, für deinen Ausdruck deiner inneren Wahrheit. Dann lassen wir die Knie noch nach außen wandern, greifen entweder die Außenseite von den Füßen oder die Rückseite von den Beinen und kommen dann hier nochmal in unser Happy Baby, um voller Freude ins Shavasana zu fließen. Gerne, wenn du magst, so ein bisschen von Seite zu Seite hin und her rollen. Dann streckst du deine Beine, deine Füße aus, kommst in deine Endentspannung, genießt auf deinem Rücken zu liegen, gerne die Schultern zusammenziehen, nochmal einatmen über die Nase und über den Mund aus. Lass mit jeder Ausatmung deinen Körper ein bisschen mehr in den Boden fallen. Die Füße fallen nach außen, du bist vollkommen entspannt. Erlaubst dir, hier dich so ein bisschen mehr hineinfallen zu lassen. Und die Kraft des Shavasanas wirken zu lassen. Es wird die Energie, die wir aufbauen in unserer Praxis, wird hier abgespeichert. Du brauchst nichts tun, einfach sein. Ganz langsam beginnst du deine Füße zu bewegen, deine Hände zu bewegen. Deine Knie heranzunehmen und dich dann auch über eine Seite nochmal ins Sitzen zu begeben. Und wenn du im Sitzen angekommen bist, reibst du deine Hände, bis sie ganz heiß sind. Und dann legst du die warmen Hände auf deinen Hals ab. Verbindest dich ganz bewusst mit deiner inneren Wahrheit,
erlaubst dir, dein Inneres nach außen treten zu lassen, dich so zu zeigen, wie du bist. Und so bist du am allerschönsten. Deiner Mission zu folgen, um in dieser Welt zu verändern, zu helfen. Und alle um dich herum mitzureißen. Von deiner Einzigartigkeit. Und dann nimmst du deine Hände vor der Brust zusammen. Nimmst nochmal einen tiefen Atemzug über die Nase ein. Über den Mund aus. Über die Nase ein. Über den Mund aus. Wir machen jetzt dreimal hintereinander Hamm. Atme ein über die Nase. Verbind dich nochmal von mit dem Gefühl der Freiheit in dir. Was bedeutet frei sein für dich? In dir selbst frei sein. Dann nimm dir dieses Gefühl in deinen Tag, in deinen Abend mit. Dann bedankst du dich bei dir selbst. Bedankst dich bei allen anderen hier im Raum, falls du mit jemandem praktizierst. Bedankst dich bei der höheren Kraft. Namaste. Vielen Dank für die gemeinsame Praxis. Ja, wir sehen uns ganz bald. Namaste.